viele Selbstständige, Startup-Unternehmer oder Solo-Entrepreneure, Freelancer, solche, die sich eben jetzt gerade selbstständig gemacht haben oder auch schon länger selbstständig sind oder grundsätzlich eine Firma gründen, machen sich viel zu viel Gedanken über Preise oder welches Tool, wie viel kostet. Ja, ich spreche jetzt insbesondere von Tools, die du eigentlich von Beginn an benötigst. Ne? Also Buchhaltungstool, das erste, das zweite, CRM und eventuell Marketing Automation. Also das ganze Backend-Software, ja, und sozusagen Kunden-Client-Customer-Faced-Software. Dass du also von Beginn an letztendlich zentral deine Daten sammelst, ja, egal wie viele Daten es sind, es wird dir später wirklich zugutekommen, wenn du von vornherein hier eine Struktur hast und letztendlich eine Übersicht behältst. Und letztendlich, sobald du irgendwann mal ein bisschen mehr verdienst, ein bisschen gewachsen bist, dann ist letztendlich Relation dazu, wie dein Unternehmen dann wächst, sind diese Kosten einfach verschwindend gering. Das heißt, was habe ich vor 10, 20 Jahren, da war alles so teuer und so komplex. Ne? Also wenn du jetzt noch jünger bist, dann weißt du gar nicht, wie gut du es eigentlich heute hast, denn du kannst dir für ein paar Euro im Monat ja, die besten CRM und Marketing Automation und Buchhaltertools kaufen. Ja, du kannst mit ein paar hundert Euro starten im Monat. Letztendlich, du hast sonst null, überhaupt eigentlich gar keine Fixkosten, kannst von zu Hause aus arbeiten und so weiter. Wohlwissend, dass es dann, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, natürlich auch Unterschiede gibt, wenn du natürlich sagst, okay, ich will relativ schnell wachsen. Ja, wenn du natürlich relativ schnell wachsen willst, dann würde ich dir halt empfehlen, auch es gibt dann schon, sagen wir mal, die weniger integrationsfähigen Tools und die wirklich super integrationsfähigen Tools, die dann manchmal noch ein bisschen mehr kosten, ja, wie zum Beispiel Salesforce HubSpot. Und ActiveCampaign lässt sich sehr gut integrieren. Es gibt aber auch viele deutsche Tools. Aber ich würde mich da wirklich nicht zu lange daran Kopf zerbrechen, denn es ist letztendlich deine unternehmerische Zeit nicht wert. Ja, im Endeffekt gibt es 3, 4, 5 Tools. Ich würde mich da eine Woche hinsetzen oder 2 Wochen, die alle kostenlos oder irgendwie unverbindlich halt testen. Ja, und ich kenne sogar viele Unternehmer, die super erfolgreich geworden sind, ja, innerhalb von kürzester Zeit 7-stellig im Jahr und haben sich, glaube ich, ich weiß nicht mal, irgendwie vielleicht 2 Stunden darüber Gedanken gemacht, welche Tools sie benutzen. Und es gibt ja eben so viele, die ja so ein bisschen wie ich ticken, ja, so ein bisschen techy angehaucht, mitunter so analytischer Typ, ja, die dann da drüber brüten und sich wochenlang Gedanken machen. So viel dazu, und wenn du mehr Fragen dazu hast, dann bitte gerne auf thomasklein.consulting einfach mal kurz vorbeischauen und dir ein paar Informationen hier auf YouTube oder sonst wo einfach noch reinziehen von mir. Ansonsten, wenn du konkrete Hilfe benötigst, dann kannst du dir gerne bei mir einen Termin buchen. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.